Du trägst Pflanze. Verreck. Danke. Doch, da müsste aber eigentlich was sein. Manches funktioniert jetzt besser, wenn du zu der Pflanze unhöflich bist. Ei, weil ich sie umbringe. Was? Ja, ich bin da, ich mach da inzwischen keine Gefangene mehr mit den Missgeburten. Was? Finde ich gut. Gell? Ne, die eine Pflanze, die sie nicht abbauen lässt. Blödes Stück Scheiße da. Oder die 3 Stunden zum Wachsen braucht. Ja. So, jetzt müssen wir die Signallogik wieder vergeben. P, Signallogik. Hecktür. Lass das Ding doch jetzt in Ruhe, du Arschkeks. So, Hecktür. Lass das Ding jetzt in Ruhe. Hecktür. So. Gut, klappt doch. Ach, ich habe jetzt signallogisch mir aufgefallen, wir brauchen, da müssen wir definitiv Taster her, weil die Schalter funktionieren mit dieser Oder-Geschichte nicht richtig, weil das ja auf SPS-Basis programmiert ist eigentlich. Und da fuckt die Sache immer ein bisschen ab. Alles sieht echt aus wie ein T, Alter. Der war richtig geil mit der Cockpit an sich. Okay, muss ich gleich mal reingucken. Mal gucken, ob das Ding also fliegt. Gut, fahr da rein. Fahr da raus, sehr schön. Du könntest mal mit dem Ding versuchen. Wo bist du denn wieder? Ach, da drüber. Ah, okay, kann ich mal versuchen bei mir zu landen im Schiff. Und geht's ab? Ah, T-Fighter, Mann. Wo bist denn du? Hier, an der Frau vor dir. Da hört sich aber geil so. Psidu, psidu. Aber ich weiß nicht, pass auf, wir sind in der gleichen Fraktion, dass wir uns gegenseitig jetzt durchdamagen, ne? Geht auf der Kur, ne? Achso, ja, ich bin ja PvE-Gebiet. War ja was, ich vergesse es immer. Kannst du mit dem T-Fighter vorne einparken? Oder willst du hinten? Kannst du auch. Die Tür müsste automatisch aufgehen. Geht die nicht? Ah, doch, die geht auf. Da passe ich nicht rein. Doch, muss ein bisschen tiefer, jetzt nach vorne. Da passt der nein, wie Orgosse. Ein bisschen hoch. Scheiße! Ah, warte mal, ich kann eins probieren. Ich glaube, das geht. Wenn du ihn legst, ne? Jetzt muss ich nur eine Stelle finden an deinem Schiff, wo so gebaut ist, dass das gehen würde. Andocke? Weil ich habe oben eine Andockplatte. Ja, unterm Triebwerk, unter der Flügel klatscht doch da noch, da ist Platz. Da, seitlich, da hin, da vorne. Naja, aber ich brauch was, ich brauch so ein oder zwei Blöcke nach unten. Sonst passt es mit den Flügeln ja nicht. Warte kurz, muss kurz Mrs. Droney. Nur weil es du bist, brauch ich mein Schiff schon wieder oben. Muss eigentlich nur nach unten, das wird mich interessieren. Du musst aber wieder reinkommen, ne? Kommst du das überhaupt? Wo ist das Cockpit? Wie kommst du da rein? Cockpit kommt man von hinten rein. Guck, dreh mal. Okay. Ja, dann machen wir ein bisschen tiefer. Okay, ich probier mal was. So. Ich mach mal 3. So. Wenn es jetzt sogar zu viel war. Genau, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Weiter. Weiter, weiter, stopp. Und hoch mit dem Bubble. Geil wäre es natürlich, wenn ich da drin hocken bleiben könnte. Und dann weißt du, werde mal angriffen. Und weg. Ja, flieg doch mal, flieg mal mit da hoch. Ich versuche mich da mal auszukoppeln. Ja, es geht nicht, weil eine kleine Meldung kommt. Www, alle müssen doch am Dings. Wobei, ja, müssen wir mal gucken, aber ich meine, es geht nicht. Ich meine, das Ding heult auch gleich wieder. Und das finde ich halt ein bisschen schade, man. Das gehört noch ein bisschen geändert.
Da kannst du voll die geile Aktion, dann voll die Movies starter dann mit EGS, das war voll geil. Ja, den Stern zerstöre. Ich habe eigentlich fast alle Schiffe von Star Wars. Natürlich geht's. Fliegst du gerade, oder? Sind wir gerade geflogen? Nee, nee. Nein, alle Spieler müssen die gedockten Schiffe verlassen, um fliegen zu können. Na. Ja, es ist der Bau deswegen schon groß, dann passt das Teil erst recht nicht rein. Das ist schade. Oh, ich habe eine Idee, wie man das lösen könnte. Ich weiß, glaube ich, wie. Warte mal, wir machen kurz mal eins, kommen wir kurz zurück. Wir können die Flügel ja betreten, das ist es ja. Muss ich nur gucken, wo du genau hockst. Weil ich meine nämlich, ich habe das nämlich unter einem Dings gemacht, dann müssen wir das ein bisschen umbauen. Du bist da, ne? Ich habe da jetzt ein Loch gemacht. Okay, ich brauche kurz ein paar Blöcke, ein Aufzugsblöcke, da basteln wir jetzt kurz was. Dann gehen wir in den Mirror Modus und speichere das Ding. Normalerweise kannst du mit dem T-Fighter aber andocken. T-Fighter war's, gell? Oh Gott, bevor ich das Falsche sage. Es gibt leider kleine Shitstorm auf YouTube. Buggy! Guckst du kein Star Wars? Ich guck kein Star Wars. Hängt ihn! produziert noch. Kann man kein Star Wars gucken? Was ist bei dir falsch? Hab keine Zeit. Was? Was? Bei Star Wars hat man immer Zeit. Aber schon geil, was du da für geile Konzepte machen könntest, Alter. Mit hängenden Schiffen, Rettungsbojen und so, also Rettungsschiffe und so ein Scheiß. Alter, jetzt komme ich auf Ideen. Ich glaube, ich brauche ja auch ein Ziffer, aber ein kleineres. Also nicht so ein brachial großes, wie du jetzt hast. Ja, ich weiß. Ein bisschen kleiner. Wo nicht so viel Ressourcen gleich verpresst werden. Das ist schon eine Idee. Sehr schön. Waren da eigentlich nicht mal Aufzugsblöcke drin? Nein, da war aber schon mal vor. So, dann warten sie kurz, bin gleich wieder da. Hab nicht das Material fertig. Hoch mit dir, runter mit dir, raus mit dir. So, wo ist denn der T-Fighter? Also der, wo das Ding gebaut hat, muss ich echt sagen, der hat es gut getroffen. Wenn das Ding jetzt noch Geräusche machen würde. So. Problem ist nur, jetzt muss ich auf der anderen Seite das auch noch kurz aber an der gleichen Stelle, weil das macht es natürlich hier jetzt nicht. Achso, warte, das muss ich anders konzipieren. Das heißt. Das mal kurz abschalten. Das sind jetzt so eine normale Blöcke, aber schon schlimm. Zip. Kannst du also Rundblöcke machen, runter zu es. Ja, ich überlege auf was anderes und zwar. Dann halt einen Fahrstuhl zum Einsteigen. So, das war jetzt falsch. Das muss ja im Grunde wieder weg. So, da brauchen wir jetzt erstmal dich. Ich muss auf der anderen Seite das nicht A machen, das ist an welchem Triebwerk? Ist das Tier da hinten? Ja, das rennt schon da hier, schon die ganze Zeit im Kreis. Ah, das töten? Ja, von mir aus. Hab ich keinen Stress mit. Wer lacht. Ah, dann muss ich, gut, der Rest muss ich dann schön gucken, wie wir das machen. So, dann komm schon. Ja, kannst du ja hier kommen zu dem Flügel, es geht auch. Voller Block bitte.
So, jetzt muss ich mal kurz andocken. Genau, und nach vorne. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Weiter vor. Bis ich Stopp sag. Flup, 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 flup. Piep, 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 piep. So, jetzt bleibt es so mal kurz stehen. Sieht auch recht elegant aus. Perfekt. Finde ich diese Tür. Okay, warte. Ach, dafür ist ja alles. Okay, gut, auch recht. Guck, so ist geplant. Ja, das sieht fast. Das und das kann man dann noch. Ja, du musst halt dann von der anderen Seite ranfliegen. Einer hätte noch. Einer hätte noch runter müssen. Einer muss noch runter. Okay, ich habe ja. Hab keine Blöcke mehr, das wäre geil. Ich bin jetzt genau hinten rausgeschleudert worden. Cool. Oh. Tat weh. Besucher. Besucher? Was für Besucher? Komische Besucher oder Besucher? Okay, tote Besucher. Kapiert. Yep, ja, definitiv. Ja, erledigt. Oh ja, es sind populär über die Puste ausgegangen. Es war wieder zu erwarten. Schade, Besucher schon wieder weg. Oh, armer Mischer. Immer verlassen sie dich doch schnell, ne? Das ist ein Block. Betonblatt. Was ist ein Betonblatt? Keine. Was? Was? Wo bist denn du? Hab ich was verpasst? Keine Ahnung, hä? Wo bist du? Ach, da drüben, ich sehe dich. Was heißt, ich sehe dich? Ich sehe dich auf der Map zumindest. Was ist denn jetzt das? Ach so, da war Malo vs. seine alte Rampe mal und die hat er dann aber versetzt. Die hat er nur zum Teil abgerissen und das war wahrscheinlich zum Boden drin und er hat sie entdeckt gehabt. Weil da war nicht die wo jetzt da links steht, die war mal hier. Meine Güte, der Junge, der muss ja mal lernen aufzuräumen. Ja, ich sag's immer wieder, du, die Jugend, du. Schlimme Idee, ne? Mach nicht mal sauber. Kann da nicht auch, schade. So, dann gehen wir kurz mal zurück, holen die Blöcke und die Aufzugsblöcke und dann basteln wir das Ding da fertig. T-Fighter freundlich das Teil, du, ich glaub's nicht. Was da alles gemacht wird für ein Mescher, du. Ich hätte auch einen X-Wing bauen können. Weiß nicht, hab ich auch. Das ist Snowspeeder. Der passt du ins vorne rein. Aber T-Fighter ist cooler, Mann. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall, klar. Passt zu mir, dunkle Seite. Ich wusste schon immer, dass ich ein Sith bin. Also im SIF. Haha, Wortwitz. Ja, haha, weil ich unter die Klimaanlage war, ich jetzt auch im SIF. Kannst sagen, was will, da kam gut. Ja, kam gut, ja. Ah, die läuft gerade so auch neben meine Grafikkarte, trotzdem 38 Grad. Kann schon, also ich sage nicht ohne Grund, irgendwann gibt es einen Tornado, Mann. Das ist gut gegen böse. Und irgendwann habe ich einen Tornado hier im Zimmer drin, weil kalt gegen warm trifft. Ohne Scheiße. So, gut. Na, das wollte ich jetzt nicht.
Also kurz das Ganze auf die gleiche, auf die Gegenseite machen. Das ist halt blöd. Ich glaube, ich werde auch schon herkommen und das dann nochmal im Creative und basteln das Schiff komplett. Damit wir da ein bisschen einfacher laufen. Das finde ich halt schade, dass das im Survival nicht so ist. Ach, da sind sie nicht dran. Okay, was ist denn da für ein Scheiß gebaut, Alter? Was weiß ich. Machen wir auf jeden Fall jetzt eins. Dann brauchen wir dich. Genau. Oh, jetzt sieht es wieder sauber aus. So nämlich, zack. Ich hoffe, das hat er jetzt auf der anderen Seite sauber nochmal. Sonst kotze ich. Darf ich einen kotzen? Und Schiff da, wie der Versi-Transporter. Vielleicht noch doppelt so lang und dann irgendwie den scheiß Bauantrieb da noch rein. Wird mir schon völlig lang. Ja, glaube ich. Das Nötigste drin zum Überleben. Los geht's. Okay, ich glaube, das ist eine ganze Idee, was ich gerade hier bastel. Habe ich so viel Gefühl. Oder ich baue die Hermes. Hallo, Spiel. Könntest du mal wieder. Ah, ja, da war es gerade. Nein, so, genau. Ja, danke. Ich habe gerade das dumme Gefühl, das wird nicht so, wie ich das gerne hätte. Bei mir gerade auffällt, das war jetzt eh blöd, das hätte ich anders machen können. Ach ja, kennst du das mal Sachen bauen, wir da weißt? Ja. Okay. Mich damit zumindest schon mal nicht allein, das freut mich ja ein bisschen. Ah, ich weiß aber, warum solche Dinger inzwischen echt ein Creative Ball, so riesige Monster. Das hin und her rennen geht dann nur noch auf den Sack. Ach so, ich leer, muss nachladen. Okay. Okay, passt, danke. So, jetzt mal kurz gucken, das ist... Ach, ich habe das auf die falsche Seite gesetzt, ich Idiot. Wobei, Außenseite links, in dem Fall Außenseite rechts. Ja, nö, stimmt eigentlich. Ja gut, ist egal. Wird ein Creative dann eh noch umgebaut. So, du hast einmal einen Aufzugsblock drunter, aber einen hast du gesehen, ne? Ja. Ja, gut, ist drunter, passt. Ne, ist eigentlich identisch. Das ist jetzt merkwürdig, das check ich nicht. Egal, ich verstehe vieles nicht. So. Du unwissend sein. Dummer Padawan eben. Die Macht ist nicht mit dir. Die Macht war in mir, was? Boah, ich friede euch. Spiel, bissle behindert. Danke. Aber nur bissle. Ein kleines bissle. Kannst du mit deinem T-Fighter ein- und aussteigen, mein Alter, was für ein Luxuslevel manche Leute führen. Ja, nee, das stimmt. Das sieht der Bastel. Okay, dann raff ich nicht, warum man das nicht so gebaut hat. Keine Ahnung. Ja, das funktioniert. Finde ich gut. Und wenn ich jetzt wieder aussteige, kann ich wieder hoch. Hervorragend, Boogie. Hervorragend. Ja, ich weiß. Ingenieurskunst halt. Wissen wir, wie man es nur vom Steel Boogie kennt. Sieht zwar nicht schön aus, wobei ich sagen muss, das Schiff hat designtechnisch ist gut, ist okay. Hab schon hässlicheres gebaut. Ja. Bei dir ist halt funktionell. Ei. Bei mir muss eine Sache funktionieren. Und vor allem zum Überleben. Wobei die Nau Victoria, die 1er, die war halt schon legendär. Die war halt schon ein bisschen arg geil. So, das müsste jetzt aber alles passen auf der Gegenseite. Das schlipp ich aus. Du hast doch die Blueprint noch, oder nicht? Nee, hab ich nicht mehr. Oh. Ja, die war legendär, die war legendär. Ach ja. Weiß nur, früher Messer. Ja, ja. wo es noch kein Mirror-Modus gab. In der Alpha 2 oder was? Free Alpha, ja, ja. Wo es noch kein Mirror-Modus gab und so Spielerränzchen. Wo
die Ärzte noch alle an der gleichen Stelle waren, wo die Planeten, wo wir noch im SV hinfliegen können. Ach, das wissen die ganzen Neulinge ja alles nicht mehr. Weiß ja keiner, früher, ne? Da sind wir da anders geflogen. Ja, ja, ich weiß nur, als wäre es gestern gewesen. Oder vor 2 Jahren. Ne, es war leider echt vor 2 Jahren. Da war er auch noch nicht in Rente. Aber ein paar Wochen später dann. So, austauschen, rotieren, upgrade. Geht's upgrade im Mirror-Modus, weißt du das? So, sehen wir gleich. 5 gerne Stahlplatte hat mir jetzt gekostet, ernsthaft. Oh nein, das geht nicht. Was ist jetzt? Oh, und das? Was? Was tut denn da so? Ich grade ab. Dass der Aufzug geschützt ist. Drohne! Nein, friedliche Drohne! Diesen Drohnenkomplex wird das leider, das sind wir schlapp nicht mehr los, ne? Was? Den Drohnenkomplex. Das ist schon wieder eine Drohne. Vor allem der Herr Drohne manchmal, da denke ich mir so, Alter, hat er seinen scheiß Kopfhörer auf 2000 gestellt, oder? Da ist doch wieder eine Drohne, was ist denn hier los? Ja, keine Ahnung. Die wollen die Himmel herrschen. Ach, fick dich doch. Ja, schon wieder eine Drohne. Da ist nirgends eine Drohne, ich hab das Ding nur vergehärtet. Chill! Mann! Das ist eine Drohne. Da ist ein Schmetterling! Der stirbt nicht, der cheatet! Ah, ist er tot. Wo ist ein Schmetterling? Wo ist ein Schmetterling? Ich sag grad keiner, du drehst dich so. Wo ist ein Schmetterling? Wow. Wenn er. Er geht auch so. Hui, wow. Wer? Egal, seid ihr es? Das Schiff hat Rücklage. Hat Rücklage? So, jetzt, wie docke ich da aber an, wenn das Schiff. Von vorne? Vorne in einen Rückwärtsflieger. Hat einen Vorteil, du, wenn du rückwärts fliegst, dann kannst du nicht zu weit rückwärts fliegen, weil. Du nämlich dann stoppst automatisch. Das heißt, du fliegst. Ja, genau, jetzt fliegst nach links. Noch ein bisschen runter. So, jetzt kannst du hoch. Ein bisschen über, dann klappt das. Beziehungsweise kannst du jetzt noch ganz pervers sein und noch weiter zurückfliegen oder so. Geil, Alter. Das funktioniert hervorragend. Ja, ist noch eine Tür rein oder so, ne? Okay, da ist ein Loch hier oben am Schiff. Ja, nö. Nö, ja, aber. Nö. Soll das so sein? Ja, Frissluft, Werner. Frissluft. Wo war das schöne Rampestück? Hier, zack. Da kann ich mal meine Konzeption der Dings anschauen. Wie heißt es so schön? Der Flügel sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber naja. Wenn die Videos dann mal sehe ich, hat es schon seine Hintergründe. Ich habe nicht vergessen, Triebwerke und Dings anzupassen. Generatoren mit einzuberechnen, die ganze Sache. Das nächste will ich aber übel schlank machen, habe ich mir gedacht. Also so richtig flach wie eine Flunder. Hm. Ah, ich komme nicht hoch, bin zu fett. Und dann tue ich dich mal ein bisschen an Design noch ein bisschen austoben. Dann kannst du das Ding an Workshops locker reinstellen, wird abgekupfert. Ja. Aha, ich wusste doch. Was? Ja, ich wusste doch. Ganz genau. Sieht denn der Chef wieder? Hä, was siehst denn du da? Das ist eine Pflanze. Nee, aber ein Viech. Ach das? Wusste ich doch, dass da was lebt. Das jetzt ist ja endlich wieder Ruhe. Weiß kein Mensch hört. Ach nee, das ist eine Pflanze gewesen. Wo ist er? Der trägt gerade durch, ignoriert ihn einfach. Der war zu lange auf dem Mond alleine. Erst war er der Ninguianer, dann war er der Mondianer, ne?
Oh Gott, jetzt hört das im Geras. Ich verpiss mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, eigentlich haben wir einen richtigen Planeten. Richtigen Planeten? Hä? Aha. Das sieht man das Ding aber auch mal in voller Größe, ne? Schon ein riesen Dreckstück. Aua. Ich geh jetzt rumlaufen töten. Okay. Viel Spaß. Ist langweilig. Muss das töten. Ah, ich schau mal, ob ich mein Schiff reinkrieg. War eine Idee. So, machen wir jetzt mal dazu. Schön, wie es funktioniert. Ach ja, private Frachtboxen kann man nicht, kann man zwar montieren, aber nicht in einer Blueprint speichern. Das war nicht die Sache, worum ich eine Dreiviertelstunde nach einem Fehler gesucht habe, wo ich das Ding nicht produzieren konnte. Immer diese Verrückten, du. Könnt ihr mal gehen? Kusch mit euch! Apropos Raumschiff, wo ist das? Ach, da wird das angezeigt. Aber irgendwas. Nö. So, lass mich rein. So, mach zu. Schubdüsen. So. Jetzt stirb doch einfach, du Mistvieh. Oh, leistet etwas Widerstand. Geht doch. Widerstand. Ja, ach, was heißt, passt rein. Ich flieg mal ganz nach vorne. Alter, guck, komm hier lieber nicht rüber. Was ist denn überhaupt? Ich hab ein Massengrab veranstaltet. Oh Gott. Wie weit weg bist du? Okay, du bist gelaufen, ne? Na, dann komm ich auch mal. Bin ich mal gespannt. Massengrab, oh Gott. Mr. Mescher, Sie wissen schon, dass... Weißt du, das ist eigentlich im Grunde genau der Hintergrund, warum wir sagen, du solltest nicht auf den Eco-Server kommen. Nicht, dass du den Planeten zerstörst, aber es lebt nichts mehr. Ah ja. Wie kann man eine WhatsApp-Gruppe 14.08.2015 nennen? Raff ich nicht. Hm? Ach, eine WhatsApp-Gruppe 14.08.2015. Ist schon ein paar Jahre her, aber hey, YOLO. Was für eine Person sein, oder was weiß ich. Wo ist denn das Massengrab? Von dem sich. Bei mir. Ah, die spawnen gerade so langsam. Okay. Ja. Alles klar. Ach. Ja, ich seh's. Hat aber Menge Fleisch bestimmt. Oh. Oh, Spielkamerad, hallo! Hallo? Kennen wir uns? Ja, du bist ja mal ein lästiges Vieh. Ach Mann, und schon ist tot. Nee, mag keiner. Mögen schon, du hältst nicht lang mit dir aus. Bin halt eine starke Persönlichkeit. Ich machen. Ah, guck mal, da drüben lebt noch ein kleines einsames Kind. Das letzte seiner Art. Wir müssen es beschützen. Komm her. Nein! Okay, hat sich halt erledigt damit. Warum sage ich das überhaupt? Ach, da drüben sind noch mehr davon. Wo? Also, das ist so der Scharfschütze quer raus. Das ist gleich eben Schicht im Schach. Den Scharfschützengewehr habe ich auch noch gar nicht gespielt, muss ich sagen. 2 ist geil, ein Schuss auf den Kopf tot. Okay. Cool, ich habe einen Bug entdeckt. Drück mal zweimal F6, dass du das hat nämlich siehst. F6? Ja. Dann siehst du ja das hat nämlich, ne? Ja. Und dann legst du mal mit dem Scharfschützengewehr an. Das ist ja mal ein Bug. Guck mal da drüben. Ist das ein Jäger? Hä? Wo? Da, Nummer 1. Na?
Lass doch kommen! Ah, oh, muss nachladen.